Ein ausfahrbares Teleskop, drei Sternpfade sind darauf abgebildet. Oh, okay. Muss man mal gucken. Das wird was mit der Kiste zu tun haben. Holzstern. In das Holz sind 8 strahlenförmige Plättchen eingelassen. Oh nein. Schade. Okay. Das ist doch fast gut. Fast. Gosh dang it. Ich würde das gerne resetten, aber das kann ich nicht, ne? Oh, warte, das war fast gut. Vieles einfach so fast gut, ne? So. Bingo, jetzt kannst du ihn vielleicht in den passenden Mechanismus einsetzen. Genau, das habe ich vor. Was haben wir noch für einen Zettel? Geheimnisvolle Notiz. Was versucht ihr dieser Zettel mitzuteilen? Große Sterne stehen am Anfang von vollständig ausgefahrenen Pfaden. Kleine Sterne stehen am Ende von Pfaden, die sich durch dunkle Ringe offenbaren. Das Teleskop verrät das Geheimnis des hölzernen Sterns. Der große Platz in der Mitte erwartet ihn. Ja gut, die Hälfte davon hätte ich mir auch selber zusammenreimen können. Wir setzen auf jeden Fall das Ding erstmal da ein. So, und dann müssen wir mal auf das Teleskop gucken. So, groß, klein, groß, groß, klein. Ist das eine Sache oder schauen wir das von hier? Weiß ich nicht. Wie war der Hinweis? Große Sterne stehen am Anfang von vollständig ausgefahrenen Pfaden. Kleine Sterne stehen am Ende von Pfaden, die sich durch dunkle Ringe offenbaren. Also gucken wir eher von hier. Oh. Also. So ganz rall ich noch nicht, was es mir sagen will. Es lässt sich halt auch leider nur so bedingt gut drehen. Aber okay, warte. Große Sterne stehen am Anfang von vollständig ausgefahrenen Pfaden. Okay. Also groß, klein, klein, groß wird auf jeden Fall ein Pfad sein. Das wäre dann der hier. Groß, klein, klein, groß. Okay. So. Dann würde ich den Lachs gerne drehen. Kleine Sterne stehen am Anfang von. Nee, stehen am Ende von Pfaden, die sich durch. Die sich durch dunkle Ringe offenbaren. Ja, aber die Frage ist, also muss das immer vollständig ausgefahren sein? Dann wäre es hier klein, klein, groß, klein.
Den gibt's nicht. Weil der dunkle Ring offenbart ja das Ende des Pfades. Das Problem ist halt schon, dass überhaupt nicht viel mit Klein-Klein anfängt, ne? Außerdem. Oh, warte, oder müssen wir. Oder müssen wir das so machen? Das wäre Klein-Klein, Groß-Klein-Klein. Das wäre dann der hier. Okay. Aber das sind ja nur die zwei Pfade. Oder auch nicht. Also klein, groß, klein, klein noch. Das ist der hier. Also. Boah, dieses Handling von dem Ding ist aber halt auch einfach ein bisschen weird. Aber wir haben doch jetzt unsere drei Pfade, die ja auch offensichtlich richtig sind. Also ich kann jetzt aber einfach jeden Pfad anklicken, ja. Okay, dann habe ich es vielleicht doch noch nicht richtig verstanden. Okay, das Teleskop hat ja aber auch, wenn wir es denn nochmal drehen dürfen, den Kram mit dem Pfeil nach oben rechts, nach links und nach unten rechts. Das passt so nicht, ne? Okay, da müssen wir aber, warte mal, die gelben Marker sind ja aber, nee, doch, das ist schon, das passt schon letztendlich so, aber die Frage ist, ist das richtig rumgedreht? Weil theoretisch kann ich das ja auch so, aber egal wie ich das drehe, wenn ich es drehen könnte, Alter, okay. Das Ding zu bewegen ist halt echt scheiße gemacht. Sorry. Das ist leider schon eher furchtbar. Okay. Aber das zeigt ja letztendlich auch nur auf die Markierung hier. Ich brauche nochmal den Text. Kleine Sterne stehen am Ende von Pfaden, die sich durch dunkle Ringe offenbaren. Ding, kleine Sterne verstehe ich noch nicht ganz. Große Sterne stehen am Anfang des vollständig ausgefahrenen Teleskops. Ja, okay, cool. Das heißt, hier müssen wir schon alles in Betracht ziehen. Das haben wir auch getan.
Oder müssen wir hier einen anderen Pfad nehmen, weil hier kleine Sterne am Ende stehen müssen? Hier steht ja kein kleiner Stern am Ende. Aber die Frage ist, also muss das immer vollständig ausgefahren sein? Dann wäre es hier einfach klein, klein, groß, klein. Aber den hatten wir, den gab es ja nicht. Deswegen hatten wir das so gemacht und hatten dann gesagt, macht das Sinn? Weiß ich nicht. Dann gesagt, machen wir so. Ich bin mir da irgendwie noch nicht so sicher. Also der ist safe richtig, aber der ist wahrscheinlich noch falsch. Aber alle anderen würden mit einem großen Stern anfangen. Stern. Ich reiß das Ding nicht. Es tut mir leid. Kleine Sterne stehen am Ende von Pfaden, die sich durch dunkle Ringe offenbaren. Das heißt, das Ende offenbart sich durch dunkle Ringe oder ist das wirklich, wir müssen das halt so zusammenschieben? Also wahrscheinlich ja eher das, ne? Aber das macht ja schon wieder... Also, das ist halt so der Punkt. I don't get it. Groß am Anfang haben wir ja nur an der einen Stelle, nämlich hier. Das ist dann ja auch relativ klar. Ich habe hier den falschen genommen, ne? Einfach ein Knick in der Optik. Ich habe einfach die ganze Zeit den falschen großen Pfad genommen. Ich Stumpen. Vier Seile halten die Lider verschlossen. Okay, spannend. Das hat viel zu lange gedauert. So. Halb geöffnet. Ah, okay. Okay, okay. Das bringt mich weiter. So, du brauchst die beiden blauen Nupsis oben.
Warte, dazu musst du nochmal zu sein, ne? Nee, musst du nicht. Müde, halb geschlossen. Also die untere Hälfte auf. Na und dann? Na, ich würde das Ding an sich gern nochmal irgendwie drehen. Nee, kann ich nicht, okay. In Müdigkeit halb geöffnet, sich offenbart mein Blick, ist damit das gemeint? Also wirklich, weil hier ist es ja so halb. Oh. Aber so passen die Markierungen dann auch. Die beiden blauen oben. Ja, das ist es auf jeden Fall. Die beiden blauen oben, dann ist das richtig und das, also die mittleren beiden sind richtig. So. Immer wenn es sich öffnet, zeigt es meinen wahren Blick. Immer wenn es sich öffnet. Der Blick auf der Tür muss mit dem des einsamen Auges in deinem Besitz übereinstimmen. Also mit dem hier. Also muss das hier auch das sein? Aber dann ist trotzdem noch eins falsch. Wenn es sich öffnet, zeigt es meinen wahren Blick. Okay. Bro. Okay. Weil wenn wir es schließen... Immer wenn es sich öffnet, zeigt es meinen wahren Blick. Also auch das? Aber dann... Bist du noch falsch? Oder ich verwechsel die Reihenfolge einfach gerade. Es ist auch ein bisschen weird, wann man das Auge an sich drehen kann und wann es sich öffnet. Es muss, warte mal. Oh, oder ist das das Richtige? Nee, ist es auch nicht. Das dürfte das Richtige sein. Weil das ist der Hinweis mit den beiden Blauen hier oben. Aber nee, es sind schon die beiden blauen außen, ne? Die beiden oben außen. Halb geöffnet zeigt sich mein wahrer Blick. Ich würde es gerne nochmal drehen, danke. So, und die beiden äußeren oben sind jetzt blau und der Rest ist schwarz. Ne? So wie die Zacken hier. Das passt schon. Und immer wenn es sich öffnet, zeigt es meinen wahren Blick. Das ist ja auf jeden Fall das hier. Und das dritte ist halt anders. Mein Blick ist anders als die auf, als die anderen auf der Tür jemals sein könnten. Das heißt, das muss das sein, weil nur... Hier haben wir dieses Symbol. Also bei den beiden in der Mitte bin ich mir 100% sicher. Ich finde es ein bisschen weird, dass hier schon was draufgemalt ist.
Es ist halt so, der Blick auf der Tür muss mit dem des einsamen Auges in deinem Besitz übereinstimmen. Und das ist eindeutig, ja, der Blick von dem Auge hier. Also das muss doch eigentlich die Lösung sein. Wo habe ich da gerade einen Denkfehler? Warte. Ist das andersrum? Müssten wir das drehen? Weil hier ist der obere... Hier ist der obere Bogen hell und der untere dunkel. Und hier ist der obere dunkel und der untere hell. Das heißt, wenn wir die... Aber... Dann müsste ja eins hiervon passen. Also da müssten wir ja trotzdem jetzt irgendwie durchrotieren können. Und das tut es ja auch nicht. So, immer wenn es sich öffnet, zeigt es meinen wahren Blick. Das ist halt eindeutig das hier. Ist die Reihenfolge ein... Nee, aber es ist ja auch eindeutig. Also durch die Markierung ist das ja auch eindeutig. Hier ist der einfache Ring, hier ist der halbe Ring. Hier, also... Der halb gefüllte, hier ist der doppelte Ring. Also die Symbole sind klar. Wenn es sich öffnet, zeigt es meinen wahren Blick. Das ist halt das. Ich check es nicht. In dem hier noch irgendwas falsch. Lass mal vergleichen, aber die sind schon... Also das ist ja auch... Also liege ich hier falsch? Mein Blick ist anders, als die anderen auf der Tür jemals sein könnten. Es ist ja schon ein klarer Hinweis, dass das ein Symbol ist, was sonst nicht auftaucht. Und ich gucke gerade nochmal, ob es hier irgendwie Unterschiede gibt, aber das ist halt schon das Gleiche. Das auch. Und das auch. Ich check's schon wieder nicht, ne? Was übersehe ich hier? Gibt's eins, das nur die unteren beiden außen blau hat? Nee. Halb geöffnet, das sind ja eindeutig die beiden blauen und die sechs schwarzen Zacken. Das trifft ja genau das. Halt in der oberen Hälfte blau, schwarz, schwarz, blau. Blau. Ach,
Gosh. Blau, schwarz, schwarz, blau und unten alles schwarz. Also das muss auch richtig sein. Weil es gibt alternativ keins, was halt unten blau, schwarz, schwarz, blau hätte. Oder? Naja, zumindest nicht mit allen anderen schwarz. Also das kann es halt auch nicht sein. Und halt immer, wenn es sich öffnet, zeigt es meinen wahren Blick. There we go. Kannst halt hindrehen, wo du willst. Immer wenn es sich öffnet, zeigt es halt darauf. So, das Einzige, was mich ein bisschen verwirrt, ist halt das hier. Aber offenbar ist nichts davon richtig. Also korrigiere mich gerne, wenn ich mich irre. Aber es ist schon gerade Unfug, oder? Mich wundert es halt ein bisschen, dass das hier ausgemalt ist. Ne? Warte mal. Das Rätsel haben wir an sich gelöst, aber wenn das jetzt geht, wäre das halt crazy. Das haben wir ja gebrute-forced. Schade. Ich kam drauf, weil die eine Hand hat sich ja immer so hingedreht, dass sie auf einen selbst gezeigt hat. Und es wäre halt cool gewesen, wenn sie es so einprogrammiert hätten, dass man den Profilnamen halt wählen muss. Das wäre halt cool gewesen. Was ist denn mit... Nee, okay. Vielleicht geht das jetzt auch nicht mehr, weiß ich nicht. Lass mal gerade gucken, macht er das jetzt noch? Also es bringt uns halt gar nicht weiter im Moment, aber ich hätte es trotzdem ganz gerne irgendwie geklärt. Nee, okay, er macht das grundsätzlich nicht mehr. Dann ist das vielleicht wirklich mit dem Profil so. Dann hätte ich Bench nur vorher eingeben müssen. Naja, traue ich denen zu. Das wäre so ein typisches Exit-Ding. Hat dein Schaden Lore-Namen? Nein, hat er nicht. Also nicht, dass ich einen mitbekommen hätte. Aber wie gesagt, das Ding funktioniert jetzt eh nicht mehr, weil das Rätsel gelöst ist. Also von daher hätte das vorher vielleicht geklappt. Aber gut. Die Frage ist jetzt trotzdem, wie kommen wir bei den Augen weiter? Weil meiner Meinung nach ist es halt absolut richtig, was ich da veranstalte. Aber das Spiel sieht das anders, also muss ich offenbar noch irgendeinen Hinweis übersehen und ich habe sonst keine Baustellen. Kann ich hier noch eine Seite offen nehmen? Das ist gelöst. Also müssen jetzt schon das machen. Da gibt es auch nichts zu malen.
nicht so. Können theoretisch auf dem Auge rummalen, aber das ist, glaube ich, nicht so Sinn der Sache. Wait a second. Nee, das funktioniert schon auch nicht, okay. Ich check das nicht. Habe ich nicht alle Hinweise genauso bearbeitet? Hä? Das hatten wir doch locker schon 5-mal. Wie oft habe ich denn das durchgescrollt? Das letzte Auge. Und so, ja, das war dann immer noch so die Option, okay, dann ist es halt vielleicht nicht das Auge, sondern halt das Ausgemalte und das Symbol, aber das hatte ich doch von Anfang an. Die Kombination hat... Endlich wieder in der Eingangshalle. Egal. Aber leider ist das Tor nach draußen noch immer verschlossen. Der Kronleuchter ist jetzt weiter heruntergelassen. Das ist doch sicher kein Zufall. Das ist mit Sicherheit kein Zufall. Das ist aber auch mit Sicherheit kein Zufall, dass ich jetzt eine kleine Pause mache und wir uns gleich wiedersehen. Bis gleich.